Nur mit gut gepumpten Reifen fährt es sich rund. Diese veloaffinen Fahrerinnen und Fahrer testen für Velojournal und Kassensturz, welche Pumpe die beste ist. Aline Künzler und Marius Graber vom Velojournal-Magazin leiten den Test und wissen, wie man ein Velo pumpt. Wenn man ein Velo pumpen will, schaue ich immer als erstes beim Reifen, für was für einen Druck das gemacht ist. Der ist jetzt für 6 bis 8 Bar. In diesem Fall würde ich jetzt das Velo auf 7 Bar pumpen. Das ist jetzt ein Glaveron-Ventil. Beim Velo gibt es das Glaveron-Ventil, Dunlop- und Autoventil, also 3 verschiedene. Und je nachdem nimmt man dann einen unterschiedlichen Pumpkopf. Vom Pumpen löse ich hier das Ventilmütterli noch. Schau, dass das schön frei ist. Und da jetzt für das Ventil ist da der graue Aufsatz. Der kommt hier oben drauf. Ich orientiere so den Pumpenkopf und kann jetzt anfangen zu pumpen. Zurück zum Praxistest. Also ich empfehle euch, ein Kriterium bei allen Produkten anzuschauen. Getestet wird an den eigenen Velos. Falt, Stadt- und Rennvelo, Gravel, ein Rennvelo mit dicken Pneus oder E-Bike. Die Erwartungen sind hoch. Dass es schnell geht, dass es stabil ist und das Ventil nicht rausschrubbt. Dass es nicht allzu anstrengend ist. Dass ich pumpe in erster Linie und dass es eigentlich zügig geht, mit wenig Kraftaufwand und ja, mehr reingeht als rausgeht. Im Test 10 vielverkaufte Velopumpen für den Heimgebrauch. Darunter 6 Standpumpen, eine Fußpumpe und die Herausforderer. 3 elektrische Pumpen, die mit einem Akku betrieben werden. Seit ein paar Jahren sind elektrische Velopumpen im Grosshandel erhältlich. Wir wollen wissen, könnt ihr die gleiche Leistung bringen? Macht es Sinn, die als wirklich Alternative zu herkömmlichen Standpumpen anzuschauen? Das sind die wichtigsten Kriterien im Praxistest: Krafteinsatz und Pumpdauer, Ablesbarkeit des Manometers, Standsicherheit und Bedienung. Am schlechtesten im Test, aber immer noch genügend, mit Gesamtnote 4,3, die Fußpumpe Dream von Fischer. Eingekauft für 16 Franken auf velo-store.ch. Und wenn man erwarten könnte, dass es von der Ergonomie her angenehmer ist, im Stehen ohne sich zu bücken zu pumpen, war das erstaunlich mühsam gewesen, weil man mehrere Minuten wirklich die gleiche Fußbewegung machen muss. Und dann eigentlich schon fast nicht mehr Velo fahren, wenn man fertig gepumpt hat. Die meisten Testerinnen und Tester im Praxistest pumpen ihr Velo zum ersten Mal mit einer Akkupumpe. Du kannst hier genau einstellen, wie viel Bar das du willst. Also das macht es natürlich einfacher, um zu sehen, wie viel Luft ist schon drin und wie viel muss noch drin. Dann kann man das eigentlich auch ganz einfach da draufschrauben. Und es ist relativ einfach zu bedienen, aber geht mega lang und ist laut. Genügend im Test die Minipumpe elektrisch von 4 Smarts. Die Druckluftpumpe von Bosch mit 79,95 Franken, das teuerste Modell im Test. Und der Air Compressor 15 von Xiaomi. Sie eignen sich auch für andere Produkte wie Bälle und Luftmatratzen, sind einfach im Handling, aber laut und benötigen 3 bis 4 Mal so viel Zeit wie herkömmliche Standpumpen. Ebenfalls genügend und mit 8,50 Franken das günstigste Produkt im Test, die Standpumpe von Landi, Gesamtnote 4,7. Das Produkt pumpte im Test zügig, aber erreichte nicht die für ein Rennvelo nötigen 8 Bar. Zudem war die Manometeranzeige ungenau. Das Testleiter-Duo prüft die Produkte auch mit Hilfe von Messgeräten. Bei einem Standmodell dauert das Pumpen bis zum Maximaldruck eines Rennvelo-Reifens 40 bis 50 Sekunden. Keine Muskelkraft, dafür wesentlich mehr Zeit benötigen Akkupumpen. Es bleibt gar genügend Zeit für eine Kaffeepause von bis zu 4 Minuten. Nichts für Ungeduldige. Weitere Kriterien. Wie genau ist die Anzeige des Manometers? Und wie eignen sich die Pumpen für die 3 verschiedenen Ventiltypen? Gute Gesamtnote 4,9 erreicht die Standpumpe von B-Twin.
eingekauft bei Decathlon. Dieses Modell pumpt zügig. Der Pumpkopf erweist sich im Test aber als ungeeignet fürs Kindervelo. Die Speichen relativ eng beieinander. Und die Pumpe, wenn man die Pumpe anschaut, hat es da immer auch einen Teil, einen Clipper, den man aufstellen oder abstellen muss. Und mit den Fingern kommt man zum Teil gar nicht rein. Bei Kindervelos gut schneidet die Manometer-Standpumpe von California für 23,95 Franken ab. Sie eignet sich auch für verschiedene Ventile und pumpt im Test am schnellsten. Gut mit Gesamtnote 5,1 die Alloy Floor Drive Tall von Lesine. Dieses Modell ist mit 79,90 Franken die teuerste Standpumpe im Test. Beim Maximaldruck erreicht sie Bestnote. Etwas besser die Joe Blow Sport 3 von Topeak. Diese Standpumpe überzeugt durchgehend in allen Kriterien und steht sehr stabil. Am besten im Test der Rennkompressor von SKS, eingekauft für 51,90 Franken bei Galaxus. Gesamtnote 5,4. Sehr robust, gute Ersatzteilversorgung, pumpt sehr präzise und sehr effizient. Von der Ergonomie her, von der Höhe her, sehr angenehm. Man kann sehr hohe Drücke erreichen mit diesem Produkt. Gut gepumpt fährt es sich sicherer und leichter. So macht Velofahren Spaß. Nochmal zur Zusammenfassung, was solche elektrische Velopumpen so können. Die schaffen 3 bis 4 Pneus aufzublasen und dann muss der Akku wieder geladen werden. Je nach Pumpe dauert das dann so 1,5 Stunden mindestens. Der Kassensturz hat übrigens noch ganz viel anderes Zeugs getestet. Unsere Produktetests, die findest du hier.